dem alten Haus, in dem wir wohnten, schliefen wir auf dem Dachboden. Man konnte durch die Dachziegelung durchsehen. Im Winter lag manchmal eine Schneewehe auf den breiten Dielen des Bodens. Die Lücken zwischen diesen Brettern waren so breit, dass Legosteine hindurchfallen konnten. Das Schlafzimmer meiner Eltern war auf der einen Seite des Dachbodens, meins auf der anderen. Wenn ich einen Albtraum hatte, musste ich den sehr dunklen, kalten Treppenabsatz überqueren, um zu meinen Eltern zu gelangen. Ich hatte mir angeschärft, niemals zu zögern. In dem Moment, in dem ich mit Panik im Blut aufwachte, überlegte ich nicht lange, stürmte aus meinem Zimmer und sprang die 7 großen Stufen über die breiten Bretter auf die Schwelle zum Schlafzimmer meiner Eltern. Dann riss ich die Tür auf. Meinen Vater störte der stürmische Auftritt seiner Tochter nicht in seinem festen Schlaf. Meine Mutter setzte sich jedoch immer erschrocken im Bett auf. Mädchen, was ist? Ich träumte, ich würde endlos in ein riesiges, schwarzes Loch fallen, beschreibe ich meinen immer wiederkehrenden Albtraum. Meine Mutter stößt meinen Vater wach, drückt ihm ein Buch in die Hand und sagt: Lies dem Kind noch einmal vor, damit sie sich wieder beruhigt. Mein Vater, immer noch schläfrig, schlägt das Buch auf und beginnt zu lesen. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen, und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien, ein jeder zu seinem Gott, und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wut. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Ich bin allein im Cockpit.